Hallo Leute, wir machen heute ein Zwischengericht, Vorspeise, Dessert. Eigentlich egal, eigentlich kann man das für jedes benutzen, wie ihr möchtet. Und zwar geschmorte Feigen, sehr schön mariniert, auf Ziegenfrischkäse. Sehr lecker, tolle Kombination. Bleibt also dran für das Tutorial. Das ganze Rezept findet ihr auf meinem Blog und den Link dazu in der Infobox wie immer. Vielen Dank für eure Fotos, immer weiter so, ich freue mich darauf und bis gleich. Yummy! Als erstes die Feigen schneiden. Ich entferne dabei vorne und hinten sozusagen und viertel sie ganz einfach. Dann lege ich sie alle in eine schöne feuerfeste Form. Dann kurz beiseite stellen, weil wir uns an die Marinade machen. Dafür brauche ich Orangenabrieb und natürlich auch den Saft von der Orange. Etwas Honig. Dann gut verrühren, bis der Honig sich auflöst. Und etwas Zimt dazu. Nochmal alles gut verrühren und dann über die Feigen gießen. Dann geht's ab in den Ofen bei 180 Grad, circa 20 Minuten. Und in der Zwischenzeit werde ich das Toastbrot vorbereiten. Ich habe hier eine Ringform, einen Ausstecher. Das ist optional, müsst ihr nicht machen, aber es sieht halt ein bisschen schicker aus. Damit steche ich jetzt einzelne Ringe aus den Toastscheiben heraus. Ich werde übrigens aus den Resten Semmelbrösel weiterverarbeiten. Also nicht wegwerfen. Ich habe die Toastscheiben auch getoastet, weil das besser schmeckt, schön kross ist. Und nun bestreiche ich jede Scheibe mit etwas Ziegenfrischkäse. Und die Feigen sind jetzt auch schon ready. Sieht das gut aus. Guck mal, wie das so dampft. Ich habe sie noch ein bisschen auskühlen lassen, nur so ein paar Minütchen. Und dann kann man auch schon anrichten. Ich nehme 2 Toastscheiben für eine Person. Und 3 dieser leckeren, aromatischen Feigenviertel. Und dann natürlich noch den guten Sud darüber geben. Das sieht nicht nur super aus, sondern es ist so lecker, sage ich euch. Das ist total aromatisch, herbstlich, lecker einfach. Es ist köstlich. Und jetzt einfach als Zwischengericht oder Dessert oder Vorspeise servieren, wie ihr möchtet. Guten Appetit! Es war super yummy. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen und ihr macht es nach. Dann schickt mir eure Bilder mit dem Hashtag YummyPilgrim auf Instagram oder Twitter. Zum letzten Rezept geht es hier lang. Jetzt anklicken, dann seht ihr das letzte Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann abonniert meinen Kanal. Das verlinke ich euch mal hier, mache ich so einen Button hin, da könnt ihr klicken und werdet Abonnent und verpasst kein neues Video, denn es kommen 2-mal die Woche neue Rezepte oder irgendwelche yummy Ideen von mir. Also vielen Dank wieder fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!